Hallo Leute, willkommen bei Lumberjack's Dynasty. Dies ist Teil 5. Ja, ein wunderschöner Tag hier. Mal gucken, wie spät es überhaupt ist. 16.23 Uhr schon. Oh, okay. Und ich werde auch bald hungrig. Gut. Oh, ich bin jetzt hier schon ein echt fortschrittlicher Holzfäller geworden. Nicht schlecht. Aber ich dachte mir, ich pflück mal ein paar Äpfel und versuche mal, ob ich Apfelmus machen kann. So. Also wenigstens mal 20 Stück oder sowas, damit sich das Apfelmuskochen lohnt. Okay. Die sehen aber lecker aus. So. Okay. Oh, und Hühner wollte ich ja auch haben. So. Aber ich habe sowas gehört, wie dass Hühner noch gar nicht implementiert seien, vielleicht. Und da hat jemand Hühner gekauft. Im Laden, das Geld wurde abgezogen und dann hatte er keine Hühner im Stall. Aber was mir nicht klar ist, ist, ob der Hühnerstall vorher repariert wurde. Denn vielleicht sind die Hühner ja einfach wieder abgehauen. Das heißt, ich würde dann wohl mal den Hühnerstall reparieren. So. Und dann einfach erstmal nur 2 Hühner kaufen. Dann ist der Verlust nicht so groß, wenn es doch keine Hühner gibt. So. Okay. So. Hier, da noch ein paar. Na, ich guck mal, wie viel ich habe. 23, okay. Das sollte fürs Erste reichen. Da hängt einer noch so schön tief. Oh, was ist passiert? Wow! Information! Bienen produzieren Honig und sind für deinen nahegelegenen Garten von großem Nutzen. Sie sind völlig harmlos. Sozialleistungen plus 150. Ja, 250. Ja, das ist gut. Dann habe ich jetzt Bienen. Ob das gekommen ist, weil ich Äpfel gepflückt habe? Einfach so. Na, das ist cool. Ja. Ah, ich habe das. Ah, ja, okay. Ich wollte einen Apfel pflücken. Und dann erschien wohl Platziere Bienenstock, 250 Euro. Und dann habe ich E gedrückt, um den Apfel zu pflücken. Und habe stattdessen einen Bienenstock platziert. Okay. Gut, es ist also kein Wunder geschehen, sondern es ist durchaus erklärlich. Und hier könnte ich noch einen platzieren. Aber ich belasse es jetzt erstmal bei dem einen. Mal gucken, ob man das vielleicht in der Ingenieursansicht sehen kann. Ja, da sieht man noch einen und da noch einen. Und woanders noch? Da sind die ganzen Äpfel. Oh, was ist da? Eine Vogelscheuche, cool. Brauche ich die? Was kostet die? 150. Na, die gönne ich mir irgendwann mal, weil momentan sollte ich das Geld vielleicht nicht einfach so gnadenlos raushauen, aber einen Bienenstock finde ich schon mal ganz gut. Wenn man damit ordentlich Geld verdienen kann, dann gibt es auch noch mehr Bienenstöcke. So, jetzt bin ich ganz verwirrt. Mal diese Tür öffnen. So. Reparieren muss ich auch noch eifrig. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Küche und gucke, ob ich da Apfelmus machen kann. Und hier ein Keller. Ein Keller. Oh. Lieber dahin gehen, damit mich die Tür nicht. So. Okay. Das sieht schlicht und einfach aus. Sehr bodenständig. Gut, immerhin mit Licht. Niedrig.
Und gibt es auch eine Vorratskellerfunktion? Mal gucken, wenn ich zu den Fässern gehe. Nein, bisher gibt es offenbar keine Vorratskellerfunktion. Aber es ist gut, einen Keller zu haben. So, bei Bedarf kann man da mal was reinstellen. Und hier habe ich ja auch einen Brunnen. Ob man den irgendwie nutzen kann? Sieht bisher nicht so aus. Vielleicht hier? Oh, lauter rote Beine hat das Gerüst. Nö, da tut sich gar nichts bisher. So. So. Man kann nichts einkochen, so wie es aussieht. Tja. Kann man hier was tun? Essen, Apfel. Nö, aber ich meine, immerhin kann man ihn essen. Aber das ist natürlich kein so ein guter Verdienstbringer, nehme ich mal an. Gekocht ist besser. Huhu, Herd. Nö, da tut sich irgendwie gar nichts. Nun gut, vielleicht muss ich mal meine Tante fragen nach Rezepten. So. Ob ich das einfach mal mache. Den Hühnerstall will ich ja auch noch reparieren. Und ich weiß, ich habe da eigentlich noch so einen Auftrag laufen von diesem Isaac oder Isaac. Aber ich muss jetzt nicht gleich schon wieder so viele Bäume fällen. Das mache ich dann lieber später mal. Stall für Tiere, ja. Kühe im Besitz 0. Das hier ist aber bestimmt kein Kuhstall, oder? Ah, vielleicht muss ich erstmal meine Reparatur-Dings rausholen. Ja, hier, da. Oh, das ist aber noch nicht heile. Machst du nochmal weiter? Ja, sehr schön. Da, das Dach muss repariert werden. Hier die ganze Wand. Da auch der Zaun. So. So. Okay, hier will das Gebäude repariert werden, aber ganz gründlich. So. Okay. Ja, von dieser Seite her war es das. Dort geht es dann noch weiter. Dann muss ich hier erstmal irgendwie rein. Ah, hier habe ich ja auch schon das Gerüst stehen für die Dachreparatur. Ob ich das mal in Angriff nehme? So, hoch. Na komm, hopp, hopp. Jawohl. Ja, jetzt sieht man hier auch was, wo ich da tätig werden muss. Gut. Und da. Ja, schon besser. Sehr gut. Hier. Das ist dann auch gleich ein recht schönes Dach eigentlich. Jetzt nicht besonders neu. Oh, ups. Na gut, repariere ich gleich mal hier unten. Da fliegt man schon schnell mal runter. Aber glücklicherweise habe ich mir nicht wehgetan. So. Bei der Höhe ist es eine Sache des richtigen Aufkommens. Jawohl. Klugscheiß. So. Ups. Und ins Gesicht gekriegt. Soll ich da jetzt gleich nochmal hoch? Ah, da sind die Sachen. Ah, muss das von innen, von außen?
Hier ist noch was. Nee, das wird wohl auch besser von innen gemacht. Dann gehen wir mal rein. Die Tür ist ja irgendwie ungünstig. Aber nun gut. So, oh, hier leuchtet es aber alles rot. Na? Wie komme ich denn da dran? Gut. Das will gemacht werden. Und wo sind meine Hammer-Symbole? Weg. Weg sind sie. Also, das hier sieht eindeutig nach Hühnerstall aus. Ein kleiner Hühnerstall. Na, der Stall ist eigentlich recht groß, aber es gibt nur wenig Regalfläche für die Hühner. Ja, sie haben eigentlich gut Auslauf. Das ist gut. Dann gehen wir hier mal in den anderen Bereich. Hier kann ich mal wieder was tun. So. Da will auch sehr viel getan werden. So. Ah, vielleicht muss man hier neue Balken einziehen oder so, die ich jetzt natürlich gerade nicht zur Hand habe. So, gehen wir mal hier weiter. Oder kann man auch hoch? Sehr gut. Ich habe gelesen, dass einige Spieler von diesem Lumberjacks Dynasty ganz frustriert sind, dass es hier auch Hühner und Kühe und Garten und sowas gibt. Sagt die Mutter, das ist ja ein halbes Farmers Dynasty. Und ich bin darüber eigentlich gerade besonders erfreut. So gehen die Meinungen und Geschmäcker auseinander. Ich habe das gehofft, dass hier auch so ein bisschen dieses Haus reparieren und Tiere halten und Garten anlegen und so. Und ich habe mir eigentlich auch gedacht, da das ja sozusagen ein Franchise ist, das Dynasty-Franchise, habe ich mir gedacht, dass das passen würde, wenn man hier so viel wie möglich gemeinsame Elemente hat. Und halt statt Feldbearbeitung Holzhacken. Und das hat man ja auch. Aber viele wollten eben nur Holz haben. Aber so ist das wo immer im Leben. Man kann es nie allen recht machen. So. So, wir kommen vorwärts. Da. Vielleicht muss man das von oben machen. Da ist noch was. Okay, dann gucke ich hier mal bei den Futter... Oh, 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 oh. Gibt's aber echt viel zu tun. So. Aber ich denke mal, in 2 bis 3 Minuten müsste das erledigt sein. Komm, zack, zack. Reparieren. Ja. Und da unten... Bleibt das etwa offen? Ah, jetzt ist es zu. Wie durch Magie. Da ist noch was. Gut. So. Kommt man da ran oder muss man das von oben machen? Hier muss man noch was tun. Und bis da hier den Zaun hochklettern muss, kann ich nicht. Ob ich da so dran komme? Dann muss ich mir, vielleicht kann ich hier auf so ein
Fass springen. Ob das dann besser geht? Nö, dann bin ich ja weiter weg. Aber vielleicht kann ich von dem Fass hier auf diesen Balken springen? Na, nicht unbedingt. Tja, na, dann muss das erstmal kaputt bleiben. So, hier geht noch was. So. Na, das ist eine richtig schöne Stallscheune, wo ich jetzt gleich runterfalle. Aber dieses Loch ist wohl nicht kaputt, sondern absichtlich, um das Tierfutter runterzuschmeißen. So, komm, hopp, hopp. So, jetzt müssen wir hier so entlang schleichen. So. Ja, und jetzt reparieren. Und da hinten, ist das Absicht? Ich glaube ja. Sieht aus wie ein Fenster. Komm, hüpfen, hüpfen. Na, du schaffst es, da hochspringen, nicht? Na gut, dann hier vorsichtig drumrum schleichen. So. Ja, das ist nicht kaputt, sondern das ist ein absichtliches Fenster. Okay. Das ist viel geschafft. Ich denke mal, wir könnten jetzt versuchen, zwei Hühner zu kaufen. So. Und ist das der offizielle Ausgang? Na? Ja, sieht ziemlich offiziell aus. Okay, gut. Dann stecken wir hier mal unseren Kram zurück. Gut. Und jetzt gucke ich mal auf der Karte, wie wir am schnellsten zum Agrarhandel kommen. Der ist hier ja eigentlich ganz in der Nähe. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ja, das ist Gemischtwarenladen. Eine Bleibe. Unsere Bleibe. Das ist das Sägewerk. Da ist der Markt für Holzprodukte. Mhm. Ah, hier kann man Rinde und Holzspäne verkaufen. Und Bretterkisten. Und Rundholzpreis. Ah ja, da kann man Holz verkaufen. Aber wo ist denn der Agrarfachhandel? Lager für Baumaterialien? Ist er verschwunden? Bin ich blind? Hm. Es gab ein Update, aber sie werden doch nicht den Agrarfachhandel wegmachen. Hier ist die Bushaltestelle, ja. Soweit ist klar. Muss ich nochmal großräumiger gucken. Der sah ja schon noch so ein bisschen provisorisch aus, aber man konnte ja schon was kaufen. Gemischtwarenladen, Fahrzeughändler, Markt für Holzprodukte, Tankstelle. Hm. Sehr mysteriös. Alte Maschine, alter Trecker, nee, Fahrzeughändler. Oh! Ah, okay, jetzt steht die Hälfte. Na gut, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Da ist der Auftrag von diesem Isaac oder Isaac. Da habe ich jetzt falsch geklickt. Hier ist nicht der Agrarfachhandel. Nun gut, jetzt bin ich hier. Hier kann man die Fahrzeuge kaufen anscheinend. Dann gucke ich nochmal auf der Karte. Vielleicht ist er jetzt ja wieder aufgetaucht. Da, das ist der Fahrzeughändler, genau. Das wollte ich eben genau gucken.
Es war zwar irgendwie ziemlich deutlich, dass das ein Fahrzeughändler ist. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist es aber dieses hier, oder? Dass die das hier ein bisschen verändert haben. Mal gucken, ob da auch eine Bushaltestelle ist. Ja, hier, das geht. Das geht. Und dann könnte ich da mal kurz hinflitzen und gucken, ob das vielleicht der Agrarhändler ist. Ja, gut. Ich probier's mal. Das wäre dann hier. Sehr mysteriös, das alles. So. Das sieht aus wie eine Wassermühle. Ist ja cool. Aber ich war jetzt hier nicht auf der Suche nach einer Wassermühle, sondern wo stecke ich genau? Ja, ich muss mich geradeaus halten und dann rechts oder gleich stramm rechts. Vielleicht ist er das schon. Das ist aber nicht der Agrarhandel, wo ich kürzlich war. Das ist eindeutig was anderes. Der Storch. Der Lustige. So. Sieht interessant aus. Ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Ja, und da hinten ist dieses Wasserrad, also diese Mühle oder so. Mal gucken, ob man das auf der Karte sieht. Man sieht hier ein Gebäude auf der Karte. Okay, das nützt mir jetzt alles nichts. Ich will Hühner. Tja, womöglich habe ich Pech und es gibt noch keine Hühner. Aber immerhin ist der Hühnerstall jetzt schon mal repariert. Gut, dann gehe ich wieder nach Hause. Dazu könnte ich jetzt auch den faulen Sprung machen und in den Pickup springen. Jawohl. Und dann rede ich jetzt mal mit Grace über den Hüter des Waldes, denn da war sowas. Ich soll... Rede mit Tante Grace über den Hüter des Waldes. Gut, das probieren wir mal. Jeder hat schon davon gehört. Könntest du Logan für mich besuchen? Ich möchte, dass du ihm diesen Kuchen bringst. Logan ist der Förster hier in der Gegend. Er schaut manchmal etwas finster drein, aber er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Freund. Er hat vor einigen Jahren seine Frau verloren. Charles und ich unterstützen ihn, wo wir können. Im Gegenzug hilft er uns auch immer mal wieder. Okay, Logan ist irgendwo im Wald unterwegs. Na, das probieren wir mal noch zu machen, bevor es dunkel wird. Logan ist im Wald unterwegs. Mal gucken. Da. Oh, da kriege ich viele Sozialpunkte für. Wo ist denn die nächste Brücke? Oder soll ich eine Abendschwimmung machen? Ich glaube, da steht eine kleine Abendschwimmung an. Es zeigt da lang. Ah ja, klar. Hier raus. An meinem Hof vorbei. Und dann ins Wasser stürzen. Oh ne, hier ist ja sogar eine Brücke. Hab ich ein Glück. Oh, hier ist ein Feuerplatz. Mal gucken, ob man hier vielleicht Apfelmus kochen kann. Entfachen Feuerstelle. Gut, aber nichts mit Apfelmus kochen.
Na, es wird Zeit, dass uns Tantchen das Apfelmus kochen und dergleichen beibringt. Weil wir müssen ja irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen. So, da geht's lang. Na, da ist er. Psst, nicht so laut. Was machst du hier? Meine Tante Grace hat mich geschickt. Ich soll dir das hier geben. Grace ist also deine Tante? Verstehe. Danke für die Lieferung. Grace ist eine tolle Köchin. Geh jetzt nach Hause. Ich bin auf der Jagd. Was jagst du? Wilderer. Sie verletzen die Tiere, zerstören den Wald. Das ist mein Job. Ich bin der einzige Förster in dieser Gegend. Kann ich helfen? Wenn du meinst. Aber bleib in der Nähe und verhalte dich absolut ruhig. Machst du Krach oder entfernst dich zu weit, gehst du sofort wieder nach Hause. Verstanden? Verstanden. Folge mir und bleib in Deckung. Huch, Hilfe! Ja, muss ich jetzt aber konzentriert flitzen. Ups, ups. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, ich sollte ja ruhig bleiben. Wo ist er? Gut, ich sehe jetzt die Spuren. Ganz leise bleiben. So. Wo er uns wohl hinführt. Na, zu den Wilderern vermutlich. Schöne Blumen. Da sind Tiere. Da liegt ein Tier. Oh, ein Hirsch. Da, siehst du das? Pilze, überall Pilze. Das, der arme Hirsch. Siehst du den Hirsch? Schön langsam, Junge. Was ist passiert? Er hat sich in der Falle verfangen. Sagte ich doch. Wilderer, gut, dass sie Seile benutzen und nicht diese fiesen Metallklauen. Wir können ihn da rausholen. Kannst du helfen? Ich werde versuchen, das Tier zu befreien, aber ich brauche deine Unterstützung. In Ordnung. Was soll ich tun? Versuche, den Hirsch ruhig zu halten, sonst lässt er sich nicht helfen. Halte seinen Kopf und Rücken. Er sieht erschöpft aus, aber er ist noch sehr verängstigt. Okay, Kopf und Rücken halten. So, ja. Ja, Hirsch, du machst es sehr gut. Der Förster wird dich befreien. Da humpelt er davon.
Ach, wir haben es geschafft. Na, das ist doch mal gut gegangen. In Ordnung, wir haben es geschafft. Danke für deine Hilfe. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe noch nie einem echten Hirsch geholfen. Bleib etwas länger in der Gegend und du wirst es lernen. Mal sehen, ob ich ein paar Spuren finde. Du kannst nach Hause gehen, Junge. Jo, na das ist doch toll. Wir haben einen Hirsch gerettet. Okay, und jetzt soll ich mit Tante Grace reden. Vielleicht kann ich ihr ein paar Pilze mitbringen. Nee, die kann man anscheinend nicht pflücken. Schade. Und das? Erdbeeren oder Preiselbeeren? Na, das kommt vielleicht noch. So, jetzt irgendwie nach Hause gehen. Ah, hier geht's lang Richtung Grace. So leckere Pilze, hey. Oh. Ein Fluss. Ist so ein bisschen spät, um da durchzuschwimmen. Mal gucken. Kommt man hier irgendwie drüber? Nö, dann gehe ich mal. Ich guck mal auf der Karte. Wo sind wir überhaupt? Da sind wir. Ja, wenn ich jetzt ganz rückwärts gehe, dann komme ich schon zu einer Brücke. Und hier ist ja auch eine kleine Brücke bei meinem Haus. Die ist irgendwie gar nicht eingezeichnet. Aber, ja, wenn ich rückwärts gehe, dann kann ich trockenen Fußes dahin. Also, hier geht's erstmal lang. Gut. Na, und dann kann ich meiner Tante von meiner Heldentat erzählen. Das ist doch toll. Ups. So. Da wird noch ein richtiger Naturmensch aus mir. Nehmen wir mal an, dass es hier lang geht. Ganz schön viel so Totholz und sowas. Aber ein Wald braucht ein bisschen Totholz. Was ist denn da Lustiges? Na, es wird schon langsam dunkel. Jetzt sollten wir hier nicht allzu lang. Und hungrig werde ich auch noch. Vielleicht hat meine Tante ja auch noch mal ein Stück Kuchen für mich? Das wäre doch toll. Sonst esse ich wieder Bratwurst und vielleicht einen Apfel dazu. So. Und jetzt gucke ich mal, wo unsere Brücke ist. Dort ist unsere Brücke. So. Wie so ein kleiner Junge komme ich dann ganz stolz zur Tante angerannt. Tante, Tante, ich habe einen Hirsch gerettet. Was macht sie da im Stall? Oder ist sie dahinter? Ich habe deine Lieferung zu Logan gebracht. Er ist tatsächlich in Ordnung. Hat er dir den Wald gezeigt? Besser. Ich habe ihm geholfen, einen Hirsch zu retten. Das war wirklich etwas Besonderes. Wow, freut mich zu hören. Ich bin wirklich stolz auf dich. So, wow, ich kriege 2500 Sozialpunkte. Na, das ist doch nicht schlecht. Und jetzt ist Abend. Ja, ich denke mal, dann wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Aber vielleicht kann ich sie noch mal was fragen? Hallo, schön dich zu sehen. So, ich muss dich etwas fragen. Ich muss dich was fragen. Natürlich, was möchtest du wissen?
Hast du irgendwelche Kochtipps für mich? Also, die meisten deiner Produkte kann man essen. Äpfel, Gemüse, Eier, Honig. Vieles davon kann man sogar in Dosen einmachen, wie Marmelade oder Gemüse. Du kannst auch Kochbücher kaufen, um zu lernen, wie man köstliche Gerichte für sich oder zum Verkauf herstellt. Mit etwas Geschick wirst du lernen, zu experimentieren und eigene Gerichte zu kreieren. Ich bin sicher, dass auch diese köstlich sein werden. Okay, gut, dann verabschieden wir uns mal. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ich kann ja mal hier, ciao, ciao, Onkel, ich kann ja mal versuchen, ein Kochbuch irgendwo zu kaufen. Sie hat offenbar keine konkreten Kochtipps für mich. Soll ich gerade mal da oben hin? Das geht ja gerade noch. Noch ist es nicht dunkel. Ich habe zwar nicht in Erinnerung, dass die da Kochbücher hatten, aber vielleicht ändert sich das Angebot ja. So. Hallo, willkommen in meinem Laden. Jo. Was bietest du in deinem Laden an? Tja. Sonstiges Werkzeug. Tja, irgendwie nichts. Was kriegt man denn für einen Apfel? 60 Cent? Das lohnt sich nicht, die zu verkaufen. Was ist das? Hirschpastete. Okay. Ja, aber ich habe ja hier meine Äpfel und meine Wurst. Die werde ich dann in aller Gemütsruhe essen und mich dann in mein Bettchen legen. So. Und wahrscheinlich werde ich sehr zufrieden sein, weil wir einen Hirsch gerettet haben. Da hat sich das Hinterherrennen doch gelohnt. So, und ich schaue mal in meinem Gewächshaus, ob da die Pflanzen noch sind. Ja, die sind noch da. Das ist gut. Nicht, dass die zusammen mit dem Laden dafür verschwinden. So. So. Ich guck noch mal, ob ich kochen kann. Nö, nix mit kochen. Also kann ich mich hinsetzen? Auch nicht. Dann esse ich meine Sachen im Stehen. Also erstmal eine Bratwurst. Und jetzt noch drei Äpfel. Dann bin ich satt. Gut. Immerhin kann ich für mein Essen schon selber sorgen, indem ich Äpfel pflücke. So. Oh, das sieht hier aber noch schwer kaputt aus. Da muss ich mal was tun. Nein, 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 nicht kaputt sägen. So. Tja, und der Türrahmen? Oh, 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 oh. Da habe ich ja wieder was angefangen. Nur so ein paar, ganz paar. So. Okay. Das reicht. Na, doch nicht angeln. Gut, dann wird jetzt geschlummert. Und ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.